Hallo, bleib stehen. Da, dein Auto. Ich kümmere dich nicht um den Kratzer. Gracias, gracias. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind überhaupt. Mal nachgucken. Notizbuch. Machen wir mal das, was am nächsten... Ja, komm, mach mal das. Wo müssen wir hin? 1700 Meter. Was machst du da? Fahrzeuge. Den Weg. Hallo, bleib stehen. Da, dein Auto. Hey. Ich kümmere dich nicht um den Kratzer. Gracias, gracias. Ja. Danny, falls du jemals nach Madrugada kommst, gibt es dort jemanden, den du kennenlernen musst. Sie heißt Yami und ist so etwas wie ein Juan Conte. Zwei von euch. Ruhe hier, Ruhe da. Das ist kurz einmal ein schlechter Witz. Schau einfach bei Yami vorbei. Danny, der Traum wird wahr. Radio Libertad, Baby! Okay, du bist auf Sender? Nein, aber wir sind zusammen. Na dran, ich kann's schon riechen. Komm auf meine Ranch. Warum? Weil ich da bin. Was ich mache. Aua! Ich bin in der Nähe von der Liste. Was das bedeutet? Was habe ich denn da gemacht? Ach so, die sind unten. Das sind meine. Wir wissen, dass ich komme, um den guten Mann zu übernehmen. Hallo? Muss hier weg. Oh, den kann ich mal ausprobieren. Stimmt, da war ja was. Tja, Pech gehabt. Jetzt bin ich in der Liste. Find ich gut. Wirklich. Hattest du eine lange Nacht? Melde dich, wenn du da bist. Und bring deinen Kletterhaken mit, den wirst du brauchen. Jetzt beweg deinen Arsch auf unseren Berg. Wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen, Baby Tigre. Feindliche Truppen rücken von Süden her in deine Richtung vor. Pass auf dich auf. El Tigre, ich bin an einem der Kontrollpunkte zwischen El Este und Valle de Oro. Weiter nach Süden. Du kommst näher. Ist an dem Kontrollpunkt was besonders? Es ist einfach ein Kontrollpunkt. Willst du ein paar Soldados erledigen? Da gibt's sicher einige. Oh.
Alex. Sure. Genommen. Gut. So. Ist neu, was? Was hast denn du? Was ist die Quest? Ich hab ein paar lustige Infos. Hola, Dani. Wenn du schon immer mal einen Cappuccino schlürfen wolltest, während du Soldaten tötest, wirst du das hier lieben. Die Soldados kontrollieren eine Kaffeefabrik in der Nähe. Alter! Hey Clara, warte mal, wer gerade rausgefunden hat, woher ein Jahre der ganze Kaffee kommt. Das ist nicht witzig, Dani. Die Armee zwingt die Bauern dazu, ihre Ernte hier abzugeben. Sonst landen sie in den Lagern. Castillo wird reich durch die Profite und diese Leute hungern. Das aufhalten? Nimm der Fabrik das Öl, das sie antreibt. Und wenn du schon dabei bist, nimm ihn sicherheitshalber die ganze Fabrik. So. Hey, Tigre. Ich bin am Krabbenfelsen. Sehr künstlerisch. Der Künstler war Lorenzo. Und wir Guerilleros sind wie die Krabben. Harte Panzer, scharfe Scheren. Sie kämpfen sich aus dem Dschungel bis ans Meer, wo sie gebären. Wir kämpften vom Meer aus und gebaren die Revolution. Klar. Ich verstehe schon. Nimm den Pfad den Berg hinauf. Es ist ganz leicht. Ein Guerillero muss trittsicher sein wie eine Ziege. Ziege? Ich dachte, wir wären Krabben. Hallo? Hallo? Nee, nicht mit Raketenwerfer hochschießen. So, wir machen die Mission weiter. Keine Zeit fürs hier. Oh, hallo. Die Aussicht vom Wasserfall war einfach herrlich. Die Aussicht vom Wasserfall war einfach herrlich. Ja, wie oft noch? Das beißt doch nicht, oder? Okay. Sieht aus wie der Wasserfall von der Tigres Foto. Muss ich auch. El Tigre, ich bin am Wasserfallbild. Es wurde nach einer blutigen Schlacht gemacht. 3 Tage Verstecken zahlten sich aus, als eine Fallschirmjägereinheit direkt in unserer Todeszone landete. Planung und Geduld sind die besten Freunde eines Guerilleros. Ja, neben einem Handkammer. Der Wasserfall war rot an diesem Tag. Du weißt schon, vom Blut der Soldados, die wir getötet haben. Das waren viele. Ja, verstehst du. Hey, du. Hey.
Kann ich da hochklettern? Nö. Muss ich laufen. Boah, hab ich mich erschrocken. Hier den Atem benutzen. Muss man jetzt mal gucken, wo man lang muss. Ich will die Seilrutsche nach da unten nicht verwenden, aber dann muss ich das. Bebe Tigre, nach dem Krieg wurde dieser Pfad zu einem beliebten Wanderweg für schwitzende Touris. Sie besuchten unser Lager und ließen ihren Müll überall liegen. Sie haben Fotos gemacht, als wären wir Tiere im Zoo. Vielleicht haben wir aus Versehen ein paar Dynamitstangen gezündet und zufällig den Weg blockiert. Dann muss ich ihn aus Versehen freimachen. Ganz genau. Gefällt mir. Wieder hier. Munition. Hallo? Da runter. Und wieder hier hoch. Hier könnte man echt verschwinden. Hier findet dann keiner. Nee, und die brauchen ja auch ewig, bis sie hier oben sind.
kann die Luft gleichzeitig bekommen. Achtung da unten. Alter. Lass mich raten, Guerilleros sind wie Haie. Die tödliche Jäger mit Messern, scharfen Zähnen. Eigentlich sieht der Fels einfach nur aus wie ein Hai. Und wer baumelt unten rum? Das ist Lucky Mama. Wir wussten ja nie, wann die Soldados unser Lager finden würden. Also mussten wir schnelle Wege nach oben und noch schnellere nach unten sichern. Lucky meldet sich immer freiwillig, die neuen Wege zu testen. Das ist ganz schön mutig. So wie du. Dir erzählt. Ich bin auch ohne Mama und Papa aufgewachsen. Und bist doch zur Legende geworden. Viele Guerreros sind Waisen, Baby Tigre. Es sind nicht unsere Eltern, die bestimmen, wer wir sind, sondern unsere Taten. Wie eine Therapie. Bin ich gleich da? Sieht so aus. Tigre, ich bin an der Stadt. Ah, Lobo. Ein Revolutionär, Krieger und guter Freund. Er fiel in der Schlacht, als wir 67 Esperanza stürmten. Gestern war der Jahrestag seines Todes. Das erklärt dein Kater. Jedes Jahr trinke ich 2 Flaschen Rum. Eine für mich und eine für Lobo. Er hat nie ein freies Jahr da gesehen. Ehrlich gesagt, ich auch noch nicht. Das ist das letzte Bild. Glückwunsch! Du bist auf dem Dach der Welt! Jetzt komm hier runter, du verpasst den ganzen Spaß, Baby Tigre! Da runter? Dann komme ich da runter. Nee. Er hat Metastasen gebildet. So für El Chi. Hallo. Gewuelta. Sieht abgeschossen. Das war einfach. El Tigre. Hola, Danny. Machst du mal alles? Du sitzt fest. Der Tod starrt dir ins Gesicht. Was wirst du tun? Mir wurde schon so oft in die Eier getreten. Die spüre ich seit 72 nicht mehr. Mach das nie wieder. Was? Mikasa ist so kassa, Baby Tigre. Komm, du triffst die Familie. Lucky, meine Nase ist wieder gebrochen. Ich bin nicht deine verdammte Mutter. Da draußen gibt es Leute, die wirklich verwundet sind. Ich leide. Vorsicht, Mama. Herpes zählt aber nicht. Das ist Lorenzo Canseco, Poet der Legenden. Ah, ich erahne heißes Kämpferblut. Und natürlich kennst du Lucky Mama, das Herz der Legenden. Die ist nicht gebrochen. Ehrlich, aber sie hat doch geknackt. Merda! Noch ein Patient? Sieht nach La Moral für mich aus. Ich bin Dani Rojas von Libertad. Die neue Faust der Revolution. No, Clara schickt mich. Libertad braucht die Legenden an seiner Seite. Ein paar echte Helden. Noch ein Castillo bekämpfen? Er ist genau das, was Yara verdient. Buena suerte. Nein, eine Revolution war genug. Da hat sich Clara wohl getäuscht. Nicht aufgeben. Sie müssen dich nur etwas kennenlernen. Besuch mich, wenn du dich eingelebt hast. Mein Baby Tigre. Geschlossen.
Komm her! Keine Umarmung! Verstanden. Clara, ich habe die Legenden getroffen. Nur El Tigre unterstützt Libertad. Du musst alles in deiner Macht Stehende tun, um sie zu überzeugen. Die Leute brauchen ihre Helden. Hoffentlich wollen sie noch Helden sein. Geist. Ihr Lager benutzen. Nicht umsonst. Ich habe gehört, dass Libertad hier Miete bezahlt. Ah, Baby Tigre. Perfektes Timing. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Wenn wir wollen, dass diese griesgrämigen alten Guerilleros Libertad helfen, müssen Lucky und Lorenzo mitmachen. Hier ist der Plan. Seit Anton wie besessen von Krebsmedikamenten und der Viviro-Herstellung ist, gibt es kaum medizinische Vorräte für Luckys Klinik. Also habe ich einen Piloten bestochen, um ein paar einzufliegen. Wenn die Vorräte ankommen, sagen wir Lucky, die sind ein Geschenk von Libertad und bumm, sind alle Freunde. Perfekt, oder? Also es wäre perfekt, wenn nicht irgendein Hijo de Puta meinen Hubschrauber abgeschossen hätte. Geh die Vorräte holen, bevor es jemand anderes tut, Baby Tigre. Okay, Medizin holen. Vergiss nie die drei Guerilla-Prinzipien. Sei immer in Bewegung, immer wachsam und töte deine Feinde immer bevor sie... Ich hasse es immer noch, dass sie nicht verstehen, wofür wir kämpfen. Vielleicht tun sie das ja noch. Hinterhalt. Das ist jetzt aufgeregt. Scheiße! Okay. Dein Freund sieht hungrig aus. Ja, der kann ja mal euch fressen. So, ich würde sagen, die Medizin holen wir beim nächsten Mal. Wirklich? Meinst du, es wäre klug, gegen Anton in den Krieg zu ziehen? Haut rein.